Wolfgang Ranger hat seinen rechten Unterschenkel und den rechten Fuß verloren. Beide mussten ihm 2007 amputiert werden. Damals erlitt er einen Schlaganfall, anschließend bildete sich ein Blutgerinnsel. Doch nun fühlt sich der ehemalige Lehrer aus Österreich zunehmend so, als hätte er wieder ein gesundes Bein. Das ist mein zweites Leben praktisch. Also das erste ist abgeschlossen, nachdem ich das Bein verloren habe, aber jetzt habe ich wieder eins. Bin ich froh, dass ich wieder eins habe. Ranga ist der erste Träger einer neuartigen, fühlenden Beinprothese. Entwickelt hat sie der Prosthetikexperte Hubert Egger von der Fachhochschule Oberösterreich. 6 Sensoren in der Sohle nehmen Sinneseindrücke auf. Diese werden an umoperierte Nervenenden in der Oberschenkelhaut übermittelt. Die Stimulationssignale versorgen Stimulatoren, welche auf der Haut die Information über den Bodenkontakt und die Abrollbewegung applizieren. Und auf diese Art und Weise wird dann die Information über umgeleitete Nerven zum Gehirn geleitet. Obwohl es eine Beinprothese ist, fühlt der Anwender der Prothese seinen Fuß am Boden. Wolfgang Ranger kann wieder laufen und Radfahren und sogar klettern. Er spürt nun, ob er auf einen Stein tritt oder etwa ein Stück Holz. Vor allem aber braucht er keine starken Schmerzmittel mehr und kann ein weitgehend normales Leben führen. Dank dieser fühlenden Weltneuheit aus Österreich.